Hallo lieber Kaderclub-Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Geblubber. Das große Geblubber heißt die Serie, in der wir ja, Themen reinpacken, die irgendwie in sonst keine Rubrik reinpassen, die trotzdem spannend sind. Es ist soweit, man kann tatsächlich sich digital replizieren lassen. Das digitale Double kann erstellt werden. Diese Firma bietet das an, Eisco. Und ja, die hat die ganze Technik dazu, um euch quasi dreidimensional einzuscannen. Und warum macht man das Ganze? Wir schauen uns das mal hier in einem Video an. Nun, zum einen macht man das, weil es tatsächlich Schauspieler gibt, die plötzlich mitten bei den Dreharbeiten versterben und dann braucht man tatsächlich deren Double digital und kann das dann erzeugen, hier über diese Technologien, die dann alle das ermöglichen, dass sich das Ganze auch ja, animieren lässt, die Charaktere sich bewegen und zum Beispiel auch für so Hologrammshows, die immer mehr kommen, aber hat ja auch in England so eine große Hologrammshow und da braucht man halt die 3D-Scans der Originale und das macht eben diese Firma. Und die bietet mittlerweile Techniken an, mit denen das möglich ist, das so detailgetreu zu machen, dass das fast unheimlich ist, ja. Aber auch Videospiele brauchen das. Manche Videospiele haben ja die Spieler von verschiedenen Sportarten auch im Computer integriert. Und dazu braucht man eben wirklich solche Scanner, die das Abbild quasi in diesen dreidimensionalen Raum hieven. Und diese Technologien, die sind schon oh, weit fortgeschritten und dadurch auch immer beängstigender, weil die wirklich real aussehen, die ganzen Sachen. Naja, schauen wir mal, was da Spannendes noch passiert in dem Feld. Aber man merkt, es wird immer wichtiger, auch wenn wir sehen, dass künstliche Intelligenz plötzlich Bilder malt. Ja, dass eine Kennzeichnung stattfindet. Wann hat hier eigentlich was mit künstlicher Intelligenz stattgefunden? Wann hat der Computer das gezeichnet? Und wann war es wirklich, ja, der Mensch selber, die reale Welt? Bin mal gespannt, wann der Gesetzgeber sich da irgendwas einfallen lässt. Denn irgendwie scheint das an allen vorbeizugehen, dass diese KIs und diese ganzen Systeme mittlerweile machen, was sie wollen. Und dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Da habe ich gedacht, das ist eine Veräpplung. Essbare Drohnen. Tatsächlich, diese Drohne sieht aus wie ein Schokoriegel und ist auch tatsächlich essbar. Man kann die Tragflächen nämlich tatsächlich aufessen. Und ja, fragt mich jetzt, wozu wollen wir denn sowas haben? Aber tatsächlich will man damit Hilfe leisten bei Naturkatastrophen und Menschen erreichen, die von den Nahrungsmitteln derzeit erstmal abgeschnitten sind. Und dann liefert man quasi diese Drohnen da rein und hat hier eben tatsächlich hochproteinreiche Nahrung an Bord. Und die Menschen können tatsächlich diese Tragfläche aufessen. Die Drohne ist relativ simpel und einfach konstruiert und soll dann erstmal ja, Essen ausliefern, aber in Form von einer essbaren Drohne. Irgendwie verrückt, aber irgendwie auch faszinierend und sinnvoll. Man kann sich darüber streiten, ob das wirklich sinnvoll ist oder ob man da mit der Drohne hätte was abwerfen können. Aber warum nicht die Drohne essbar machen und dann isst man die halt in solchen Fällen. Also diese skurrilen Sachen, die derzeit passieren, die gehören einfach in diese Rubrik das große Geblubber. Dafür ist diese Rubrik geschaffen worden. Interessant, der Artikel ist mit verlinkt, falls ihr das nachlesen wollt. Ja, weniger schön ist ja derzeit, was ist bei der WM in Katar abläuft. So konnte man sich schon denken, was da alles schief geht. Bin gespannt, wie der ganze Skandal weitergeht. Heute kam ja die Meldung, dass Rewe aus der Kooperation mit dem DFB sofort ausgestiegen ist. Bravo, ich freue mich immer mehr, bei Rewe einzukaufen. Eine wunderbare Haltung. Ja, und da gibt es leider unsere Lieblingsfirma Apple. Die ist da nicht ganz so mutig. Die geht nämlich sogar auf die Regierung in China ein und hat dort die AirDrop-Funktion eingeschränkt. Wer dort AirDrop einschaltet, und das so freischaltet, dass jeder Kontakt dort Daten austauschen kann und annehmen kann, der kann das nur noch 10 Minuten lang machen. Offenbar hat die chinesische Regierung so viel Druck auf Apple ausgeübt, dass sie sich dem gebeugt haben. Und die chinesische Regierung hat natürlich Angst, dass mit diesem ja, offenen Netzwerk, was so ein AirDrop-Netzwerk letztendlich ist, wo ein iPhone mit einem anderen iPhone kommunizieren kann, ohne dass es ein WLAN oder Internet gibt, haben sie wohl Angst, dass sich die Leute da verabreden und geheime Sachen austauschen. Und deswegen wollte man das beschränken auf 10 Minuten, dann schaltet das wieder um und dann kann nicht jeder Kontakt angefunkt werden, sondern nur die Kontakte, die man auf dem iPhone hat. Ja, traurige Haltung von Apple, wie ich finde, da keinen Mut zu beweisen, sondern scheinbar den Geschäften wegen alles zu machen, was irgendwo diesen Regierungen lieb ist. Hauptsache man macht die dicke Kohle. Unglaubliche Haltung. Genau die gleiche Haltung wie bei der WM in Katar. Unfassbar, wenn es um Geld geht, ist alles scheißegal. Und das ist eine Haltung, die kann ich nicht akzeptieren. Auch bei Apple nicht. Und finde es einfach schlecht. Naja, kommen wir zu was anderem. Ich komme hier so aus einer Gegend. Da gibt es Erdbeeren an jeder Ecke. Randvolle Erdbeerfelder. Und jedes Jahr das Problem, wer erntet die? Manche verfaulen dann einfach, weil es zu wenig Erntehelfer gibt. Und ich habe mich immer schon gefragt, warum kann man da keine Maschine für entwickeln? Gibt's? Da ist sie, die Erntemaschine für Erdbeeren.
Mit künstlicher Intelligenz wird hier quasi das Bild analysiert. Eine Kamera nimmt die Erdbeere auf, sucht die schönste und roteste raus und pflückt die dann. Und damit sie den Stängel findet, ich gehe nochmal hier an den Anfang, suchen wir uns hier nochmal ein paar Stellen raus. Hier sieht man unten das Bild, wie sie das versucht zu analysieren und die rote Erdbeere dann findet. Und dann fährt ein Roboterarm eben an die Stelle hier oben und pickt die ab. Das wird also genau berechnet und der Pflückarm fährt dann dahin und erntet die. Und das können die auch nachts machen, da beleuchten die nämlich einfach die Pflanzen. Und so können die rund um die Uhr quasi Erdbeeren ernten, denn das ist auch nötig. Man sieht ja, mit welcher Langsamkeit das vonstatten geht, aber wenn man es eben rund um die Uhr machen kann, dann kriegt man die Menge an Erdbeeren doch geerntet. Das ist natürlich ein Prototyp. Die Frage ist natürlich, wenn das alles mal irgendwann schneller entwickelt ist, wie flott dieser Roboterarm da Erdbeeren pflücken kann. Bin mal sehr gespannt, aber es gibt tatsächlich jetzt einen Erdbeerpflückautomaten. Einziges Problem, was ich sehe, unsere Erdbeeren sind am Boden, zumindest hier auf den Feldern, nicht in so einer luftigen Höhe. Und ich weiß nicht, ob die Maschine auch am Boden arbeiten kann. Vielleicht eher nicht, aber muss man sie halt hängend aufbauen. Man merkt aber, Lösungen werden entwickelt und die künstliche Intelligenz hält in immer mehr Sachen Einzug, ja, und sorgt dafür, dass immer verrücktere Dinge gehen, ja, und dass wir dann eben auch in der Lage sind, hier sieht man nochmal so einen Prototypen, wo sie das geübt haben, dass man dann in der Lage ist, tatsächlich auch schwierige Situationen mit künstlicher Intelligenz hinzubekommen. Ja, ihr Lieben, das war nochmal so ein Ausblick. Das große Geblubber und alle Webseiten sind verlinkt in der YouTube-Beschreibung. Und wir gucken mal, was noch so Verrücktes und Spannendes auf dieser Welt passiert. Aber diese kleinen Updates liefere ich hin und wieder mal, damit wir auch so über den Tellerrand mal schauen und sehen, was sonst so passiert. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß im Club.